Willkommen zurück zu Final Fantasy 4 The After Years. Wir gehen jetzt hier in den blöden Turm rein. Schöner Fuß. Das ist der Turm der Prüfung. Was ist denn das überhaupt ganz oben? Das monastische Siegel. Du nimmst es dir also, kommst zurück und bist dann eine Priesterin? Ja. Oh, großer Erdkristall, der du uns mit den großen Gaben des Landes gesegnet hast. Für das klare Wasser und die üppigen Wälder, die du uns beschert hast, biete ich dir unseren Dank und unsere Gebete. Gut, ich bin froh, dass du deine Gebete wenigstens beherrschst. Ja, ich, seid ihr bereit zu gehen, Lord Palom? Lass mich zuerst etwas klarstellen. Ja? Willst du dieses Lord Palom-Mist einfach sein lassen? Aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gleichaltrig sind. Ich bin sogar 2 Jahre älter. Ach, sie weiß schon, wie alt er ist? Auch nicht schlecht. Ach ja? Gut für dich, aber erwarte nicht, dass ich dich Frau Leonora oder so nenne. Das ist völlig in Ordnung für mich, Lord Palom. Wie ich sagte, genug gelordet. Ja, Palom. Schon besser. So, ein Schnösel. Na ja, rein da. Also, da wären wir. Ja. Bereit, eine Ausbildung zu beginnen? Sicher, bitte sag mir, was ich tun soll. Lass uns mit der... mit den Grundlagen anfangen. Das hier ist Feuer. Du weißt, was Feuer ist? Uga, uga. Was ist das denn? Alter. Nein, sag jetzt nichts. Das ist ein Feuerangriff. Ah ja, natürlich. Das ist alles. Moment. Was ist das alles? Das ist alles? Komm schon, Leonora. Sie haben doch gesagt, du hättest Talent. Das Erste, was du bei Magie brauchst, ist die Fähigkeit, ein Bild der jeweiligen Magie zu erzeugen. Das ist auch ein Teil der Idee der Zauberspruch-Transkription. Befreie deinen Geist und erzeuge ein Bild von reinem Feuer und dann projiziere es in der Realität. Wow, fantastisch. Und jetzt du. Palom, hier hast du etwas zu üben. Und jetzt los. Okay. Feuer. Wilde rote Flammen, die hell lodern. Das sengende Feuer eines Ofens. Feuer erlernt. Schwarzmagie, Feuer. Damit kannst du nicht einmal ein Stück Papier entzünden. Ja, Herr Lehrer. Ich gebe mein Bestes. Schwarzmagie, Feuer. Nochmal.
Ah, okay, das reicht. Okay, nicht übel. Jetzt schauen wir mal, wie gut du dich in einem echten Kampf machst. Ein echter Kampf? Ausbildung hat keine Bedeutung, wenn du sie nicht im wahren Leben nutzen kannst, oder? Kannst du deine Fassung bewahren und das Bild bei einem Monster zeigen, das dich anstarrt? Das ist der Schlüssel. Die Fassung bewahren. Die Fassung verwahren. Du hast dich schon verloren, oder? Nein, nein, ich kann das. Oh Gott, das ist echt. Ist hier irgendwo was? Nee. Super. Ah. Hm? Ein Wächter, wie? Versuch mal, den selbst zu bekämpfen. Selbst? Ja, du selbst. Und jetzt los. Na, er macht auch Feuer auf uns. Er macht 29. Und wir? Na, das war ja easy. Und wir bekommen sogar ein Item. Boah, pornös. Silberreif. Ja, den legen wir erstmal gleich an. Leonara hat Feuer gelernt. Ich habe Feuer gemacht. Ich habe es geschafft. Nichts, weswegen man so ausflippen müsste. Das ist nur einer der Grundbausteine, die du letztendlich zur Magie der höheren Stufe verbessern kannst. Magie der höheren Stufe? Also da hätten wir es gewusst, ja? Dass es hier so ein Tutorial ist, hätten wir das als erstes gemacht. Feura und Feuka. Je mächtiger der Zauber, desto mehr musst du dich auf Energie konzentrieren. Ich werde es versuchen. Die meisten Leute geben an diesem Punkt natürlich auf, aber... Zunehmender Mond bedeutet weniger Schwarzmagie-Schaden, aber das macht nichts. Hallo, Silberreif hat er schon. Komm. Ja, dadurch bekommt Leonara 2 Abwehr, 2 Magieabwehr und 3 Magiereflexe. Okay. So, dann geht's mal weiter. Oha, ich glaube nicht, dass ich so einen schon mal gesehen habe. Was ist das? Sieh hin. LP und MP wiederhergestellt. Was ist das? Wir Magier sind nur normale Leute, wenn uns hier NP ausgeht. Ich verstehe, ich werde aufpassen. So. Ich hoffe, hier kommen keine Zufallskämpfe. Einmal hier runter. Echokraut. Goldnadel. Doch, hier kommen normale Kämpfe. Ja, dann machen wir mal Blitzra auf alle. Hört ihr mal auf, das Mädel anzuhauen. Daneben, Gott sei Dank. Doch, das hat gereicht. Ich hoffe, sie geht ein bisschen Level up. Von Stufe 3 auf Stufe 5. Und Analyse hat sie gelernt. So. Erstmal denke ich mal, dass hier was sein könnte. Nein. Dann geht's hier hoch.
Hier rum. Da rum. Zack. Guck mal, ob hier was ist. Nee. 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 Ach Gott sei Dank, daneben. Daneben. Das ist nicht schlimm. Oh, kann auch Blitz machen, bitte. Na gut, auf den richtigen. Und tschüss. Komm, gleich nochmal Level Up hinterher. Wäre ganz cool. Von 5 auf 7. Etwas Schwarzmagie. So, müssen wir mal die erste Potion. Kein Bock, dass die mir hier abnippelt. Weil wir hier eigentlich auch einen Safe Point hätten. Na egal. Wir machen das, damit die Mondphase wechselt. Und wir mit Schwarzmagie mehr Damage machen. Dann speichern wir natürlich auch. Mit der Schwarzmagie geht mit dem Schaden hoch. Physischer Angriff durch Waffen. Nahkampf runter. Ballungsgeschichte. Okay. So, wie es hier weitergeht, werde ich ja natürlich nicht erleben. Noch werde ich noch erleben, natürlich. Wir laufen noch bis ein Stückchen weiter. Wir laufen noch bis ein Stückchen weiter. Auch wieder eine geile Aussage. Dann, wir laufen noch bis zum Aufgang und machen dann Feierabend. Ach, warte auf ein, bin ich Depp. Mal gucken, wie viel sie mit Feuer macht. Reicht das vielleicht? Nee. Das reicht aber. Na, wer will ab? Trotz sich? Jawohl, von 7 auf 8. Sicht als neue Marie gelernt. Palom ist auch aufgestiegen. Wir laufen hier rum. Und holen uns die beiden Kisten. Eine Phönixfeder. Und Echokraut. Wie praktisch. Ein Wächter pro Etage. Du bist dran. Ich? Nun, ich mache ja keine Ausbildung, oder? Nein, aber... Viel Glück. Oh, gleich 3 auf einmal. Aber wir können ja zum Glück immer alle benutzen. Jawohl. Man neigt sich auch artig. Oh, kein Level Up. Ich habe es geschafft, Lord Palom. Ich meine Palom. Ich war bestenfalls passabel. Nee, das war. Schwarzmagie ist sicherlich schwieriger zu erlernen als Weißmagie. Das ist keine Sache der Schwierigkeit. Die meisten Leute kommen halt mit der einen oder anderen Magie besser klar. Deshalb wird man auch Weiser genannt, wenn man sowohl Schwarzmagie als auch Weißmagie gemeistert hat. Hm? Warte mal. Das ist gar nicht, wozu du die Ausbildung machst, oder? Was? Ach, natürlich nicht. Ich meine, in meinen wildesten Träumen nicht.
Das habe ich mir gedacht. Lass uns weitermachen. So. Wie wäre es, wenn wir uns als nächstes mit Eis befassen? Lecker. Du meinst Eismagie? Genau. Aber stell es dir nicht als Eis vor. Denke eher an das Gefühl der Kälte selbst. Die Kälte selbst? Hm. Kalte Luft. Kalt, kalt, kalt. Du hast den Grundgedanken verstanden. Auch wenn du mir etwas Angst machst. Die ist irgendwie cool. Kalt, kalt. Eis gelernt. So, nehmen wir. Ja, auf die Eisbrücke vor. Tja, du siehst schon irgendwie kalt aus. Ich gebe mein Bestes. Okay, das reicht. So langsam bekommst du den ja, ich bebomste euch auch alle. So langsam bekommst du den Bogen raus. Ich glaube schon. Aber das ist ein echt unheimliches Gesicht, das du dabei machst. Kommt mal hier rum. Hier die Ecke. Und was jetzt hier links ist von uns, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao, Leute.